Für uns ist klar, illegale Freizeitwohnsitze sind kein Kavaliersdelikt, sie sind ganz klipp und klar Gesetzesbruch. Und illegale Freizeitwohnsitze verknappen, verteuern Grund und Boden in Tirol und letztlich befeuern illegale Freizeitwohnsitze den Ausverkauf Tirols. All das wollen wir als Liste Fritz nicht. Und es freut mich, dass das jetzt immer mehr andere auch nicht wollen und dass wir das zumindest gemeinsam prüfen lassen.